Hallo liebe Star Trek Fans und natürlich auch Science Fiction Fans und Filmfans. Hier ist euer Frohes 80 und heute gibt es ein ganz besonderes Special Video von mir, denn ich habe was bekommen. In diesem Päckchen befindet sich nämlich die Pinbox und die Widmungsplakette von Star Trek The Next Generation und von Enterprise, von den Collectors Editionen, die es bei Amazon nämlich gab. Und nach so einer langen Zeit dachte ich mir, mache ich jetzt mal ein kleines Vorstellungsvideo von den Jumbo Steelbooks und natürlich auch von den Enterprise Boxen. Aber die Enterprise mache ich ein extra Video, das kommt wahrscheinlich dann morgen. Und dachte mir, da mache ich mal ein Video und zeige euch mal, wie auch diese Pinbox aussieht und wie die Qualität ist. Ne? Und wir fangen einfach mal jetzt direkt an mit den Steelbook Boxen. Von Season 1 bis Season 7 von The Next Generation, eine meiner Lieblingsserien von Star Trek. Und die kam ja aktuell jetzt halt auf Blu-ray raus. Eben deswegen auch diese Sonderedition. Und ich kann euch nur sagen, schaut euch The Next Generation auf Blu-ray an. Denn das ist wirklich gigantisch, was die aus diesem Film, was die ja noch gemacht haben. Das ist wirklich richtig geil überarbeitet worden und richtig klasse. Also, das macht so viel Spaß, die Serie nochmal komplett von vorne anzugucken, denn vor allem, man denkt, es ist eine komplett neue Serie gemacht worden. Kräftige Farben, super Sound. Okay, auf Englisch ein wenig besser, bloß ich gucke nicht auf Englisch, weil ich nichts verstehe, obwohl ich schon die Serie schon so oft gesehen habe. Und wie gesagt, absolut cool. Die Collector's Edition von den. Ich leg's mal auf der Seite, ne? Machen wir gleich auf dann später. Die Collector's Edition von Star Trek The Next Generation ging am Anfang etwas schleppend voran, zumindest auch etwas schwierig, denn hier sehen wir schon die Season 1 als Jumbo Steelbook und wie ich jetzt alles erwähnen werde, ich werde euch jetzt alles mal kurz sagen, die Inhaltsangabe von den Spiels eigentlich fast überall identisch, da ist immer noch das DVD-Material mit dabei gewesen, also was auf den DVD-Erstauflagen oder zumindest Zweitauflagen mit dabei ist, ist auch auf dieser Blu-ray drauf, so wie es noch Gag Reels drauf. Und noch weitere Specials, aber diese besonderen Specials, die lese ich euch extra mal hier zu jeder jeweiligen Box nochmal extra vor. Aber es ist anders eigentlich fast eigentlich alles gleich. Deswegen könnt ihr einmal so viel ausholen bei den ganzen Boxen und sauer mir das Video ewig lang. Ja, hier sieht man schon mal die erste Staffel. Ich habe die nämlich hier in so extra Schutzhüllen, Jumbo Steelbook Schutzhüllen reingetan. Die gibt es bei bluesteels.com zu kaufen. Da kostet, glaube ich, eine 2 Euro, wenn mich alles täuscht. Ich tue mal einen Link unten in die Beschreibung reinmachen. Und die sind echt cool, denn das sind wie so kleine Pappschuber, zumindest wie Schuber. Und dann sind die schon aufgeräumt. Und vor allem auch sind sie auch hinten offen. Also da kannst du auch wunderbar rausnehmen. Und da ist auch so ein Griff drin, um die wunderbar rauszuziehen. Also wirklich klasse Teile. Lasse ich gleich mal unten. Und ja, also wie gesagt, Beschreibung kommt unten in die Beschreibung rein. Website kommt unten in die Beschreibung rein, um das dann zu bestellen. Hier eben dann die Season 1, die kam nämlich am 19.10.2012 kam die raus. Und der Kommunikator ist eben das Besondere mit dabei. Bei der Box ist ein Pin dabei. Und hier nehme ich eben der Kommunikator von The Next Generation. Und man sieht schon, dass es hier nämlich in einer Folie eingepackt war. Und da gab es nämlich schon die ersten Startschwierigkeiten, denn erstmal kam diese Sonderedition nämlich 3 Monate später raus, als nämlich die normale Blu-ray-Version, also die Standard-Version. Und dazu noch kam noch, dass nämlich dieser Pin nämlich einfach nur so draufgelegen war auf dem Steelbook. Und durch den Druck hat es nämlich überall Beschädigungen gegeben an den Jumbo-Steelbook. Und es gab nämlich sehr viele Meldungen eben an Amazon, dass es alles keine gute Produktion war. Und es gab eine Austauschaktion, um halt eben das Steelbook noch neu zu bekommen und ein Booklet. Das ist auch da drin und dieses Booklet ist eigentlich jetzt in jedem anderen auch drin. Und deswegen werde ich euch das auch nochmal weiter zeigen, weil eben das auch immer identisch ist. Gut, wir machen mal die erste erstmal auf. Hier eben die erste Staffel in Rot. Man sieht hier vorne drauf eben den Picard, den Riker und den Data von der ersten Staffel, also ohne Bart noch. Und hier hinten sieht man auch dann drauf noch die Vorher-Nachher-Bilder sowie auch einzelne Szenen noch von dem Film, von der Serie halt auch noch. Da ist zum Beispiel was Besonderes, auch eine über 95 Minuten brandneue Special Futures mit Dokumentation und neuen Interviews der Cast and Crew, eben unter Spannung,
The Next Generation erreicht neue Höhen und Stardate Revisited, der Ursprung von Star Trek The Next Generation. Ist ab 12 Jahren freigegeben und jetzt sieht man eben hier dann eben dieses Booklet. Das ist eben wie gesagt in jeder Staffel gleich. Also ich kann euch heute jedes einzelne Ding jetzt euch zeigen, das ist immer vorne gleich. Und da vorne ist, hinten drauf ist eben dann die Inhaltsangabe von der Staffel. Was ich sehr schwach finde, denn die musste auch nochmal erstmal nachgereicht werden. Denn in der Ursprungsversion gab es nämlich diesen Zettel gar nicht mehr dabei. Und das fand ich schon ein wenig schwach. Auch ist auch keine weitere Angabe dabei, um was es bei der Folge geht. Und ja. Des Weiteren ist auch in jeder Box dabei eben diesen PIN-Collection-Code, wo man eben auf StarTrek.de sich registrieren musste. Und da kann man diesen Code eingeben und dann bekommt man eben diese PIN-Collection, dieser Aufbewahrungsschachtel, Schatulle. Und die kommt eben dann zum Schluss dran. Hier sieht man sie schon mal, wie sie ausschaut. Ich hoffe, die guckt genauso gut aus wie hier. Und ja, auch innen drin, die Discs sehen überall gleich aus. Also es ist kein Unterschied bei den Staffeln. Sind weder bedruckt, nur halt eben mit dem Logo drauf von Star Trek The Next Generation Season 1 eben. Und eben ein Jumbo-Steelbook mit 6 Discs. Das kommt hier alles wieder rein. So, wunderbar. Schuppiwupp. Hier nochmal so, wie sie ausschaut. Und hinten drauf eben nochmal direkt. Da gab es noch ein Banderole außenrum, aber die habe ich jetzt gerade mit vorgenommen, weil eben das auch hin auch drauf gedruckt ist. Was ich zwar auch sehr schade finde, man hätte nämlich auch ein wunderschönes Backcover noch machen können, aber dem ist leider nicht so gewesen. Ja, das war schon mal die erste Staffel an dem Steelbook her. Jetzt zeige ich euch noch den Pin. Und die Pins, muss ich echt sagen, schauen wirklich alle cool aus. Richtig klasse. Hier eben jetzt der Pin von dem Kommunikator von Star Trek The Next Generation und hinten drauf eben dann wieder die Nadel zum Festmachen. Und es war natürlich sehr ärgerlich, dass in die reingestochen ist. Hier machen wir der zweiten Staffel weiter, nämlich die sind schön gelb gehalten. Die kam nämlich am 20.12.2012 raus und mit dabei war eben dieser Sternflotten-Pin. Schaut richtig steig aus. Den zeige ich dann später. Sie ist eben in gelb gehalten, vorne drauf eben der Picard, der Worf und die Deanna Troi. An der Seite eben hier der Worf und nochmal Lady Beverly Crusher ist vorne da an der Seite drauf. Das ist auch noch zu erwähnen, nämlich alle Staffeln, wenn man die zusammenstellt, ergibt nämlich ein Gesamtbild an der Seite und das schaut richtig steig aus. Ich zeige es nochmal zum Schluss. Hier eben dann drauf nochmal das vordere Teil und hinten drauf ein Vorher-Nachher-Bild wieder und noch einzelne Szenen von der Serie, genau. Hier das erste Mal sind die Beute mit dabei und das Besondere an dieser Staffel ist nämlich eine erweiterte Episode ist mit dabei, nämlich Wem gehört Data? In einer Langfassung sowie noch eine Wiedervereinigung 25 Jahre nach Star Trek The Next Generation, historische Wiedervereinigung der Besetzung, also richtig coole Bonusmaterial, habe ich mir komplett angeguckt, ist echt klasse. Dann geht es weiter, so wird es gemacht. Neue zweiteilige Dokumentation und sowie Audiokommentare, wem gehört Data und Zeitsprung mit Hugh. Und natürlich Gagreel, habe ich vorhin schon erwähnt, ist jetzt ab der zweiten Staffel komplett bis zur siebten mit dabei und die sind wirklich klasse, kannst dich wirklich wegschmeißen. Ich mache mal noch auf, wie es innen ausschaut, eben wie bei der ersten Staffel so und bei der zweiten ist jetzt eben automatisch eben ein Buckel mit dabei gewesen und da ist eben jetzt dann der Code immer mit dabei gewesen, angeheftet an der Inhaltsangabe und hinten drauf eben ein größeres Bild von der Besetzung. Wenn man das hier so sieht, das ist eigentlich auch dann das Bild, was nämlich auch dann an der Front ist. Also richtig cool. Ja. Die zweite Staffel hat bis 5 Discs dabei, eben weil es eben die kürzeste Staffel ist von The Next Generation. So. Dann machen wir die hier rein. Und dann zeige ich euch jetzt noch den Pin von der Sternflotte. Und der ist richtig schön gemacht. Ich muss gleich mal rausholen. Der sieht dann nämlich so aus. Und man denkt, dass nämlich oben noch so eine kleine Glasplatte draufgesetzt ist. Und
auch der Pin ist wirklich schön schwer, es liegt gut in der Hand und schon einfach zu raus. Ja, dann machen wir mit der dritten Staffel weiter, Season 3 mit dem Romulaner Pin. Die kam am 6.6.2013 raus. Ist in schönem Mintgrün gehalten. Vorne drauf eben der Picard, die Beverly Crusher und der Geordi LaForge. Und an der Seite ist der Will Riker zu sehen. So wie hinten drauf wird ein Vorher-Nachher-Bild und noch eine Szene von Angriffsziel Erde. Hier ist auch wieder ein besonderes Special mit dabei. Und zwar im Autorenzimmer. Wiedervereinigung der wichtigsten Autoren der Serie, moderiert von Seth MacFarlane. Widerstand ist zwecklos, The Next Generation wird assimiliert. Neue Dokumentation inklusive der Entstehung der wichtigsten Episoden von Season 3. Ein Tribut an Michael Piller. Und Audiokommentare zu einigen Episoden inklusive die alte Enterprise und die Sünde des Vaters. Dann machen wir wieder auf. Hier sieht man wieder dasselbe. Und auch das Booklet zeige ich euch mal ganz kurz. Dazu muss man nichts weiter sagen, weil ich habe es ja vorhin schon mehrmals erwähnt. So, und auch in grün gehalten. Und dann packen wir das wieder weg. Und dann gibt es jetzt hier eben noch den Romulaner Pin zu sehen. Und der ist für mich wirklich der schönste Pin eigentlich von allen. Weil der hat wirklich, ist schön, er ist zwar klein, aber dafür fein. Hier zu sehen, hier auch eben Romulus und Remus, die zwei Planeten, wo wir dabei sind. Und ist wirklich sehr schön detailliert, auch leicht geprägt, also wirklich absolut hochwertig. So, dann sind wir schon bei der Staffel 4, nämlich in einem Türkis. Und da waren wir mit dabei, der Starfleet Command Pin, der ist der größte von allen. Schaut auch sehr gut aus, aber den zeige ich auch dann gleich danach. Eben hier in Mintgrün, zumindest in, der Picard, die Guardian und eben auch der Riker, diesmal etwas mit Bart, also einen älteren. Ab der zweiten Staffel mit dabei, so zu sehen. Hinten drauf eben wieder ein Vorher-Nachher-Bild und wieder einzelne Szenen aus Raul von den verschiedenen Staffeln, Folgen. Mit dabei wieder eine komplett neu erstellte, mehrteilige Dokumentation, die Familiensage von Star Trek The Next Generation, im Gespräch mit der Ausstattungsabteilung, Audiokommentar zu Die ungleichen Brüder und Tödliche Nachfolge, sowie noch entfernte Szenen. Und auch hier innen drin gleich. Und hier eben dann noch der PIN-Code und eben die Rückseite noch mit der Inhaltsangabe sowie dasselbe Cover wie sonst. Hier war noch was Besonderes mit dabei, und zwar noch ein extra Code für ein exklusiv Special Future Bonus Video The Track Not Taken als Download auf StarTrek.de. Ich zeige euch mal kurz diesen Ding, da ist wieder der Code noch mit drauf. Und ich glaube, dass der noch funktioniert, deswegen will ich ihn auch nicht unbedingt auch noch herzeigen. Achtung, Moment, vielleicht steht doch. Ach doch, kann ich euch zeigen, ist bis zum 5.3. gültig. Also so schaut der Pin aus. Leider verloren. Haha, nein, ist ja meins, ne? Ist klar. Also war auch ganz cool. Das Video geht, glaube ich, so 15 Minuten. Hat auch deutsche Untertitel dabei. Also ist echt schön gemacht. Hätte man ja auch mit auf die Disc draufpressen können, aber warum auch immer, aber gut. Ist auch mal ein schönes Gimmick. Ja, so. Und dann machen wir hier wieder dicht, die Luke. Und hier gibt es eben noch den Starfleet-Pin. Der ist wirklich schwer und auch richtig schön handlich. So sieht er aus. Auch hier Starfleet-Command ist alles geprägt und auch ein wenig eingraviert. Also schaut richtig klasse aus. Dann nehmen wir den mit auf die Seite mal mit, denn wir brauchen halt eh die ganzen Teile. So, dann sind wir schon bei Staffel 5 angelangt. In einem Hellblau. Vorne drauf die Diana Troy, der Worf und der Picard wieder. An der Seite in groß die Diana Troy. Und hinten drauf ein Vorher-Nachher-Bild vom Kristallwesen, sowie noch einzelne Szenen von Wiedervereinigung und Damok. Einmal
Specials dabei, im Gespräch die Musik von Star Trek The Next Generation, Requiem, Erinnerung zu The Next Generation, Audiokommentare zu Déjà-vu, ein missglücktes Manöver, Ich bin Hugh und das zweite Leben und entfernte Szenen wieder. Hier ist dann noch ein Code mit dabei für einen Wert von 2 Euro für Star Trek Online zum Einkauf im Spiel. Und hier dann wieder das Booklet dabei, auch wieder in hellblau gehalten, sowie das Rückcover wieder. Discs sehen wie immer gleich aus, gibt keinen Unterschied. So. In der Staffel Wiedervereinigung mit Leonard Nimoy, sehr coole Serie auch, Folge auch. Und die kam am 3.1.2014 raus. Und mit dabei war der Borg-Emblem, wo mir aber ehrlich gesagt nicht so gut gefällt, weil ich dachte eigentlich, es schaut ein bisschen anders da aus, weil auf dem Bild die auch ein wenig schöner ausgeschaut haben. Aber gut, kann man nichts ändern. Ist aber auch geprägt oder zumindest eingraviert, also ist schon auch sehr schön. Und dann sind wir auch schon bei der 6. Staffel, bei der vorletzten Staffel. Und ich muss gestehen, das ist eigentlich mit der besten Staffel von allen. Die kam nämlich am 3.7.2014 raus, in lila gehalten. Vorne drauf eben der Picard, der Troy und die Beverly Crusher. Und an der Seite der Data mit einem Teil von Geordi. Und hinten drauf wieder ein Vorher-Nachher-Bild und wieder eine einzelne Szene von den Folgen. Hier ist auch ein Special drauf, und zwar jenseits der 5-Jahres-Mission, die Evolution von The Next Generation. Audiokommentare zu Besuch von der alten Enterprise, Willkommen im Leben nach dem Tod und Fantasie und oder Wahrheit. Entfernte Szenen aus ausgewählten Episoden. Und also richtig cool auch. Ich mache wieder auf. So sieht es dann aus. Hier ist auch wieder ein Code mit dabei für Star Trek Online für einen Wert von 2 Euro. Der ist aber auch, glaube ich, schon abgelaufen. Ja, aber ich bin also Online-Spieler. Und hier dann nochmal dann der Inhaltsangabe und der PIN-Code wieder. Und hier wieder das Rückcover. So, dann legen wir es wieder rein. Das kommt auch noch mit rein. Und auch eine sehr coole Folge mit dabei. Geheime Mission auf Zeltris 3. Richtig klasse. So. Und hier gibt es eben dann den PIN von der Starfleet Academy. Den hole ich euch mal raus. Und der sieht jetzt dann so aus. Da ist aber nichts geprägt, der ist einfach nur glatt. Aber trotzdem ist der wunderschön gestaltet, auch hier eben mit der Golden Gate Bridge zu sehen. Von San Francisco, da ja auch die Sternflotte Akademie auch in San Francisco ist. So. Dann legen wir die wieder zu und das Ding mal auf Seite. Und nun die letzte Staffel von The Next Generation. Einmal in fast rosa gehalten. Mit dem Klingonen-Pin. Die kam am 18.12.2014 raus. Und die sieht dann so aus. Vorne drauf wieder der Captain Picard, der Data und der Will Riker. Und an der Seite noch dann der restliche Teil von Troy LaForge und Wesley Crusher. Und hier wieder ein Vorher-Nachher-Bild sowie wieder einige Specials. Und zwar im Gespräch von Fokus auf Star Trek The Next Generation. Der Himmel ist die Grenze, die Eclipse von The Next Generation. Audiokommentare zu Parallelen, Beförderung und die Rückkehr von Rolaren. Episoden-Promotions, entfernte Szenen aus ausgewählten Episoden. Geschlossenes Set, ein Rundgang durch die echte Enterprise. Am Ende der Reise die Saga von The Next Generation. Schade. Und, ja, war komisch. Ja, also machen wir hier mal auf. Hier wieder dasselbe wie immer. Und da ist eben auch wieder ein Booklet drin. Und hier ist nochmal ein kleines Bildchen eben mit den ganzen Pins, wo es dazu gab. Also hier sind nochmal alle im Überblick.
Und jetzt hat man es eben komplett. Hieß ihm jetzt in den letzten Pin, wo man eingehen konnte. Und dann musste man halt sehr, sehr lange warten. Ja, aber das war dann nun ein Ende. So, dann legen wir wieder auf Seite. Und jetzt zeige ich noch den Pin noch. Also der Klingonen-Pin gefällt mir auch sehr gut. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass der vielleicht noch in andere Farben, zum Beispiel, der ist glaube ich rot, blau und gelb ist eigentlich der Pin, zumindest das Emblem von den Klingonen. Und dann nur in rot, aber gut, kann man halt nichts machen. Ja, auch sehr schönes Teil. Und schön, dass ich es alle jetzt habe. So, kommt voll fest mal. So, nun sind wir am Ende der kompletten 7 Staffeln und wir haben jetzt Mai, also vom 18.12. hat es jetzt genau ein halbes Jahr gedauert, bis diese Pinbox, also diese Collection eigentlich jetzt endlich in unseren Händen hält und ich hatte eigentlich schon Angst, dass die gar nicht mehr kommt, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich dachte, die ist einfach jetzt ja Pech, blöd gelaufen, ne? Dann habe ich am März auch bei Amazon eben gelesen, dass da wohl Produktionsfehler entstanden sind bei dieser Pinbox und das jetzt nochmal verschoben wurde. Auch auf der StarTech-Seite, wo man sich eben anmelden konnte, um diese Pins, den Codes einzugeben, wurde auch darauf hingewiesen, dass es etwas länger dauern würde, eben wegen Produktionsfehlern, aber wir sollen uns noch mit Geduld üben. Ja, ich bin ein geduldiger Mensch und wie gesagt, ich habe eigentlich gar nicht mal gedacht, dass es eben jemals kommt. Und jetzt ist wirklich hier drin ist jetzt wirklich diese Pin-Aufbewahrungsschatulle drin. Und ich freue mich jetzt wie die Sau, die auszupacken. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Und wir machen jetzt einfach mal hier auf. Und das andere zeige ich euch dann später. Die Widmungsplakette von Enterprise ist mir auch immer dabei. So, jetzt wickeln wir das mal raus aus dem Teil. Also, der erste Eindruck ist schon mal schlecht. So, okay. Also gut, so schaut eben diese Pinbox aus, diese Schatulle. Ist ein Plexiglas, denke ich mal. Ja, ist Plexiglas oben drauf, um durchzuscheiden. Vorne drauf eben StarTech The Next Generation drauf gedruckt und hier noch ein riesengroßes Paramount-Logo, damit man auch wirklich weiß, woher es kommt. Hätten wir auch ein bisschen kleiner machen können, ne? Ja, und sonst so. Ja, hier sind schon einige Macken wieder drin, also von der Produktion anscheinend noch. Ja, also ich zeige es euch mal hier komplett. Hier ist eben das, die zum Aufmachen. Hier von der Seite. Aber ob das jetzt, ich glaube, das fühlt sich eher an wie Aluminium. Also wirklich, also ist auch nicht gerade schwer, das ist es auch nicht. Hier nochmal die Scharniere. Und hier eben nochmal vorne drauf und hinten eben ist es komplett mit Noppen versehen. Dann machen wir das Teil auf. Okay, also ja, die Scharniere. Es geht gerade mal so weit auf, mehr geht nicht. Sonst, glaube ich, bricht mir das Ding auseinander, glaube ich. Ja, innen ist mit Samt ausgelegt, zumindest mit so dieser Schaumstoffmatte halt. Und hier ist jetzt nochmal StarTech The Next Generation Pin Collection. All good things. Wir freuen uns, dass du die Sammelschatulle für alle 7 Pins nur in deinen Händen halten kannst. Viel Spaß, herzlichen Dank für deine Geduld. Ja, die haben wir wirklich gebraucht. Und live long and prosper. Also ich zeige es nochmal ganz kurz in der Nähe. So schaut es aus. Hier nochmal die kompletten Staffeln hintereinander. Jo, okay. Ja, und jetzt dachte ich eigentlich, dass man hier einfach die Bus reinsetzen muss. Aber irgendwie geht man hier raus. Und da löst sich auch schon ab. Also die Qualität ist jetzt nicht so berauschend. Ich mache jetzt mal was so. Ich mache jetzt hier so einen kleinen Schnelldurchlauf. Und in der Zeit, wenn es auf Schnelldurchlauf läuft, baue ich dabei das alles hier rein. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern wird, aber ich möchte euch ja nichts vorenthalten. Also ich werde es wahrscheinlich dann auch nicht drehen, sondern einfach nur schlaufen lassen. Und ihr seht mich jetzt einmal ganz kurz in Lichtgeschwindigkeit. Bis gleich, wenn ich wieder sprechen kann. Piep.
Da bin ich wieder. Also, ich muss schon sagen, ich bin etwas enttäuscht. Die Frage ist, warum? Ja, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Denn man kann die Pins nicht von hinten festmachen mit den Gegenstücken, denn das Schaumstoff ist so fest, keine Chance bekommen wir da dran. Das finde ich schon extrem schwach, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn das hätten sie ein wenig besser machen können. Des Weiteren ist auch dieses Schaumstoff oben drauf so empfindlich. Also wenn man nur mit der Hand mal drauf fasst, dann hat man da schon Flecken drauf. Aber trotz alledem, mit den Pins innen drin schaut das echt cool aus. Ich traue mir jetzt bloß das Ganze so hoch zu halten, dass die mit alle rausfallen. Also so schaut eben jetzt fertig aus. Also es schaut schon wirklich cool aus. Von der Ferne ist es wirklich sehr schön. Aber umso näher du rangehst, umso merkt man, umso schlechter wird, sieht man die Qualität eben an. Also ist jetzt nicht so der Oberburner, wie ich eigentlich gehofft habe. Was ich sehr schade finde, denn es hat trotzdem einen Aufpreis von fast 70 Euro, die man mehr gezahlt hat. Und für eine Produktionszeit von knapp 5 Monaten ist das wirklich eine schon fast eine Frechheit. Also muss ich sagen, also es ist zwar an einigen Stellen schon sehr schön gemacht, aber es gibt auf jeden Fall schönere Sachen und vor allem für den Preis von 70 Euro Aufpreis ist schon echt extrem teuer. Jeder muss es selber wissen, ob er sich das jetzt eh nochmal sich holen wird, aber ich glaube, es gibt schon gerade mal, die Aktion ist komplett vorbei. Also deswegen, ich habe es jetzt und ich bin auch sehr froh, jetzt endlich sie zu haben, muss ich ganz echt zugeben. Und ja, es schaut von der Ferne wirklich gut aus. Aber umso näher man rangeht, umso mehr, also auch das Plexiglas ist sehr empfindlich. Also wenn du nur einmal da kurz drauf kommst, sieht man gleich Fingerabdrücke, ist schon sehr schade. Ja, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, hören wir hier mal auf mit diesem schönen Video. Aber ich muss euch noch was zeigen, habe ich ganz sogar vergessen noch, bevor ich die PIN anfangen habe. Und zwar hier noch die Rückseiten von den verschiedenen Staffeln, von den kompletten Staffeln noch. Das mache ich jetzt auch noch. Denn das ist wirklich sehr schön gemacht. Und das sieht nämlich dann so aus. Jetzt gehen wir hier auf. So, ich tue es mal in die Hand nehmen. Vielleicht kann ich es eigentlich. Ich halte euch jetzt mal kurz in die Kamera so rein. So schaut es dann eben insgesamt aus. Also ist echt cool. Und so stehen jetzt auch bei mir im Schrank drin. Und dazu noch natürlich noch die PIN. Also ja, es ist ein Gesamteindruck, ist schon ganz cool. Und ja, okay. Da würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal Schluss. Auf jeden Fall. Also eigentlich jetzt die Präsentation von diesen beiden Sachen eigentlich jetzt beendet. Aber da ich ein großer Star Trek-Fan bin, will ich euch noch was vorenthalten. Ihr könnt jetzt hier Schluss machen, wenn ihr möchtet, wenn es euch interessiert. Dann bitte hier könnt ihr mich abonnieren. Fürs nächste Mal, denn es kommen noch die Schiffsplatte-Kette, kommt wahrscheinlich morgen raus, als nächstes Video von der Enterprise. Aber ich möchte auch noch die anderen Sachen zeigen von der Next Generation, nämlich noch die Sonderausgaben noch von der Next Generation, nämlich diese Sonder-Doppelfolgen, wo es gab. Dies gab es nämlich bei uns seltsamerweise bei Saturn und beim Kaufland, aber nirgendwo anders. Jetzt habe ich auch schon mitgekriegt, gibt es die auch schon bei Amazon zu kaufen, zumindest die ersten 3 Stück. Und das zeige ich jetzt auch mal. Hier natürlich erstmal The Next Level Blu-ray. Eben die allererste Veröffentlichung von The Next Generation auf Blu-ray. Die kam nämlich am 31.01.2012 kam die raus in einem Pappschuber. Und auch hier wieder hinten drauf ein Vorher-Nachher-Bild. Und da sind eben 5 Episoden drauf. Episode 1 und Episode 2, eben Das Mächtige und Mission 4 Point, Die Sünden des Vaters und Das zweite Leben, einer meiner Lieblingsfolgen mit. Also wirklich cool auch. Und da haben sie dann entschieden, dass sie dann doch die TNG auf Blu-ray rausbringen. Dann gab es auch Angriffsziel Erde in dieser Sonderausgabe mit einem Klarsichtschuber. Den gab es leider bloß in dieser Ausgabe leider, denn die anderen wären eigentlich genauso cool gewesen. Eben die allererste Doppelfolge mit, wo eben der Picard zu Locutus wird, und hier eben auch ein Special mit dabei, wo es nur auf dieser
Box drauf ist, und zwar nämlich Regeneration Angriff gegen die Borg. Und hier ist auch ein Gagreel drauf, wo es nur eben um diese Episode geht. So wie noch ein Audiokommentar von Cliff Boyle, Mike und Denise O'Kud und Elizabeth Denneby. Das ist ein Magnet, also das ist ein Klettverschluss hier, dann kann man hier aufklappen. Hier sehen wir einmal den Picard normal, einmal den Hidden Riker. Und wenn man das zusammenklappt, dann wird er eben zum Locutus. Eben auch ein Pappschuber und innen drin ein anderes Cover-Motiv. Aber sonst eigentlich alles komplett identisch. Auch ein schönes Hintergrundbild ist dabei, eben der Angriff auf die Borg von der Enterprise. So. Dann gibt es dann noch der Kampf um das Klingonische Reich. Hier mit Worf vorne drauf. Was ich noch vergessen zu erwähnen habe, dass eigentlich auch hier das komplette Booklet, also zumindest der komplette Pappschuber auch geprägt ist, nämlich auch hier The Next Generation und auch eben hier der Bird of Prey und die Enterprise sind geprägt. Das ist richtig cool. Auch hier ist ein Klettverschluss mit dabei, den kann man aufmachen. Und das sieht man eben der klingonische Heimatplaneten, einmal mit der Seele und mit Gauron, Picard und den Data, sowie die Enterprise und einen Bird of Prey. Und hinten drauf eben ein klingonischer Kampfkreuzer der Voyager-Klasse. Und auch hier ist ein exklusives Special mit dabei, nämlich Überleben und Gewinn, ein Imperium im Krieg, sowie Episoden-Promotions von Teil 1 und Teil 2 und ein Audiokommentar von Mike und Denise O'Kude und Ronald DeMoore. Leider ist hier kein anderes Cover dabei, das finde ich schade, aber hinten drauf genau der Inhalt wie beim anderen auch. Und hier eben auch wieder ein wunderschönes Hintergrundmotiv vom brennenden klingonischen Heimatplaneten und hier eben exklusiv Zusammenstellung in ausgewählten Märkten. Und die gab es so exklusiv eben bei Kaufland und bei Real. Dann machen wir weiter mit der dritten. Das ist hier nämlich die Wiedervereinigung von der Staffel 5. Hier eben drauf mit dem verstorbenen Leonard Nimoy und dem Picard, wo er eben in Gedankenverschmelzung geht. Und kann man hier auch aufklappen. Mir persönlich gefällt jetzt diese Variante nicht so besonders gut. Also auch das Motiv gefällt mir nicht so gut. Aber hier eben innen drin die Seela, der Sarek, der Spock und der Picard. Kann man da zusammenklappen, andersrum. Und hinten drauf eben auch wieder ein Bild von Romulus. So wie eben auch noch ein Specials wieder dabei, von einer Generation zur nächsten, das Making of Wiedervereinigung, ein Audiokommentar von Jerry Taylor und Mike und Denise O'Kuda, entfernte Szenen und Episoden-Promotions, auch hier wieder ein anderes Motiv als vorne drauf, was ich auch sehr schön finde, und innen drin eben dann die Blu-ray, sowie eine Großaufnahme von der Enterprise, sehr stark. Und hinten drauf eben das identische Bild wie beim anderen. Und dann sind wir schon bei der letzten, vorletzten, nämlich Geheime Mission auf Celtris 3, eine der coolsten Folgen eigentlich mit, wo mich am besten gefallen mit. Eben mit den Cardassianen und auch eben mit David Warner. Und richtig schöne Folge auf jeden Fall. Und auch hier eben wieder ein Special mit dabei, das Privileg der Rangordnung, Making of Geheime Mission auf Celtris 3. Audiokommentar von Ronnie Cox, Jonathan West und Mike und Denise O'Kuda, sowie entfernte Szenen und eine Episoden-Promotion. Auch hier wieder ein Magnetverschluss, wo man hier aufmachen kann. Und da sehen wir eben hier den Ronnie Cox als Captain Jellicoe, der dann das für kurze Zeit die Enterprise übernimmt. Und hier eben der David Warner als einen kardassianischen Ghoul, der mir Name jetzt gerade entfällt. Und hier eben dann den gefolterten Picard eben in Gefangenschaft der Cardassianer. Hier ist ja das Motiv identisch wie auch auf dem Pappschuber, aber halt dramatisch. Und hier eben auch dann wieder die Blu-ray und der Hintergrundbild ist eben auch wieder die Enterprise im Nebel. Und jetzt sind wir schon bei dem letzten Sonderausgabe, nämlich
alle guten Dinge. Das ist eigentlich hier eine richtige deutsche Übersetzung von All Good Things, die ja auf Englisch so heißt. In der Deutschen heißt es eigentlich gestern, heute Morgen, die letzte Folge von The Next Generation. Und das ist eine mit meiner absolut Lieblings-Doppelfolgen, die es gibt. Allein diese Zeitsprünge hier von gestern, heute und auf morgen, also in die Zukunft, also absolut klasse. Und auch dann eben die Effekte, also wirklich grandiose Schlussfolge. Und hier eben den Cue zu sehen, auch schön geprägt. Und wenn man hier eben aufklappt, hier, und das Schwierige war nämlich, dieser Klettverschluss ist nämlich doppelt so groß als bei den anderen. Und da muss man aufpassen, dass man alles hier verbiegt. Hier eben nochmal den Cue und die Großaufnahme von Picards Kopf. Und die Pasteur. Und hier als Specials auch wieder eine besondere Special dabei, wo nur auf dieser Blu-ray drauf ist. Ende einer Epoche, das Making-of von gestern, heute Morgen. Entfernte Szenen, ein Audiokommentar von Ronald De Moore und Brian Braga. Und sowie Episoden-Promotions Teil 1 und Teil 2. Hier machen wir wieder auf. Auch hier ist eigentlich identisch wie das andere Cover-Motiv. Kann man aufklappen. Und hier sieht man eben dann die Enterprise eben mit dem Strahl für, um halt eben diesen Riss zu schließen. So sieht's aus. Und jetzt sind wir wirklich am Ende von diesem kleinen Special-Video von The Next Generation. Ich könnte mir viel mehr vorstellen von The Next Generation, denn ich habe so viel. Ihr seht ja schon auch dieses T-Shirt. Das ist nämlich ein Exklusiv-T-Shirt gewesen, die Erstauflagen von den DVD-Boxen rauskamen, und dann kommen wir mit dieses Ding nämlich wie auch diese Pinbox auch eben bekommen. Und aus diesem Anlass habe ich mir dieses T-Shirt angezogen, es ist schon wirklich schon sehr alt. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, das Video euch wieder gefallen von The Next Generation. Morgen gibt es dann das Special von Enterprise. Ich denke mal, es wird morgen nicht zu lange gehen, denn eben ist es noch nicht so viel dabei wie jetzt bei denen. Da würde ich jetzt mal sagen, nochmal, für die, die noch abgeschaltet haben, hier könnt ihr mich abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, euer Feuerstein 80. And live long and prosper, euer Feuerstein 80. Ciao, ciao.